Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist euer Uruz und es geht um die Lords of the Sins. Nach zwei Spielen haben wir jetzt einen Sieg, einen Unentschieden. Und ja, hoffen natürlich, dass die Siegesserie oder die generelle Tendenz so bleibt. Wir suchen einen neuen Gegner und hoffen, wie immer, dass es kein Basher-Team wird. So, Dunkelelfen gegen Dunkelelfen. Okay. 210 Punkte mehr als wir. Wir hatten zwar kein Glück mit dem Magier, aber ich will ihn nicht so einfach aufgeben. Nehmen wir noch einmal Bloodweiser Babes dazu. Und dann schauen wir mal, was die Dunkelelfen uns zu bieten haben. Sollte übrigens einer von euch Pate des nächsten zu kaufenden Spielers werden wollen, dann schreibt gerne in die Kommentare. I'm so excited. But let's keep it together. Wow, laut. Ja, damit Darkskillmaster und Xerexes ein bisschen Gesellschaft bekommen. Langfristig müssen wir natürlich noch aufpassen. Bis dato haben wir noch gar keinen Ersatzspieler. Das heißt, ich werde dann nach dem nächsten Spieler wahrscheinlich erstmal einen Einstellungsstopp machen müssen. Einfach aus dem Grund, je mehr Leute man natürlich am Rand sitzen hat, desto höher ist der Teamwert von Spielern, die nicht auf dem Feld stehen. Okay. The Bloodweiser Babes are out, which reminds me, just how refreshing. So, wir warten, dass der Gegner reagiert. Der Gegner ist aber nicht mehr im Spiel, das heißt, wir dürfen jetzt einfach mal ein bisschen... Nö, das wollen wir nicht. Any correlation to our previous thoughts and rumored sponsorship deals are purely coincidental. Got any thoughts on the upcoming game, Bob? No, Jim. I never have thoughts. But I'll tell you one thing. One team's got a better rating, so they may score first, but you can never tell. Wäre natürlich mal spannend zu wissen, was passiert, wenn ein Spiel beendet wird, bevor es anfängt. Hat er das dann auch verloren, wenn es vor dem Anpfiff schon aufgegeben wird? Vielleicht hat er auch einfach nur so Respekt vor meinem bisher so unglaublich gut funktionierenden Magier, dass er Reis ausgenommen hat. Eine Minute 10. Er sollte sich beeilen mit seinem Reboot. Sonst wird das mein kürzestes Spiel ever. Dumm. Weshalb man beim Aufnehmen aus Facebook rausgehen sollte. Hm. 20 Sekunden. Frage ist, ob dann der Timer startet oder ob dann sofort das Spiel weg ist. Hm.
Spannung steigt. After that match, I need to change my underguard. Zählt tatsächlich als Sieg. Yeah, do your constant whatever. Eine Sache, die mir übrigens aufgefallen ist, die so auch nicht regelkonform ist. Man gewinnt mit 2 Punkten Vorsprung. Im Originalregelbuch war es eigentlich, man scored noch 2 Touchdowns. Nur, dass die Leute, also random Leute, halt auch die Touchdowns zugerechnet bekommen haben. Man kann natürlich argumentieren, dass man hier ja durch die 2 MVPs schon genug Starspielerpunkte bekommt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man in einem kompletten Spiel eigentlich mehr Starspielerpunkte sammeln kann. Zumindest mal als Elf, als Ork vielleicht nicht zwingend. Aber gut, wir haben Xaraxis gelevelt und der Lord of Pride, der eh schon einen Aufstieg hatte, hat ein paar Bonuspunkte bekommen. Das heißt, ihm würde jetzt noch ein Touchdown fehlen zum nächsten Level ab. Auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich viel zu viel Kohle. 200.000 ist echt zu viel. Ich würde das jetzt allerdings erstmal so stehen lassen, für den Fall, dass sich jemand meldet und mir ansonsten wahrscheinlich jetzt den 12. Spieler kaufen. Und danach müssen wir dann wirklich schwer gucken, weil ich habe das Problem zum Beispiel bei meinem Ork-Team, dass ich da 14 Spieler aufgerüstet habe, habe also 3 Ersatzspieler und spiele durchgängig gegen Teams, die eigentlich deutlich besser sind als ich. Das funktioniert zwar manchmal trotzdem ganz gut, weil halt einfach, wenn ich Leute verliere, also wenn jeder jedem 3 Leute raushaut, dann habe ich natürlich die 3 Ersatzspieler und der Gegner im Zweifelsfall nicht. Aber ich bin dennoch die ganze Zeit schon während des Spiels im Prinzip im Hintertreffen. Gut, kommen wir zum Level Up, Xaraxis. Ich drücke dir die Daumen. Und das war jetzt nicht so unheimlich viel. Müssen wir gucken. Generell tendiere ich zu Ausweichen. Einfach weil es bei den Waldelfen Block und Dodge ist einfach eine unheimlich gute Kombo. Heißt, dass man ihn entweder tackeln muss oder aber nur noch mit einer echten 6 auf die Matte kriegt. Finde ich bei Blitzern immer sehr, sehr praktisch. Bei der hohen Bewegungsreichweite finde ich natürlich auch so Sachen wie Manndeckung oder andere nervige Geschichten schön. Aber Block und Dodge ist eigentlich für einen geschickten Blitzer für mich das Nonplusultra. Deswegen an der Stelle diese Wahl. Weil das Ergebnis halt, sag ich mal, unterdurchschnittlich war. Gut, das war dann wohl eins der kürzesten Let's Plays ever. Wer es natürlich jetzt geguckt hat und sagt, okay, in dem Team fehlt mein Char, dann postet euren Wunsch, welche Position. Wir haben noch 2 Blitzerstellen frei, wir haben 2 Hexenjägerinnenstellen frei, wir haben 2 Assassinenstellen frei. Ich würde vermutlich jetzt eine Hexenkriegerin nehmen wollen, aber wenn ihr natürlich sagt, nee, ich mag kein Mädchen spielen, ich hätte lieber noch einen Blitzer. Ich finde die Dunkelelfen flexibel genug, als dass man die anderen Positionen auch locker mehrfach vergeben kann. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielleicht mache ich gleich noch ein Video, mal schauen. Bis dann, ciao, ciao, euer Ukruz.